Hallo und ein fröhliches Willkommen aus der Quantum Storm Star Wars Collection. Heute geht es um Quill. Warum? Ganz einfach. Hier hat er eine kleine Farbabschürfung, der ist 2022 rausgekommen und ich habe ihn etwas billiger bekommen. Da habe ich mir doch gedacht, den kaufst du dir mal, stellst ihn vor und guckst gleichzeitig, ob der auch auf den Blurk drauf passt, den ich letztens erst vorgestellt habe. Verlinke ich euch auch oben in der Infokarte. From the Quantum Storm Star Wars Collection. Das ist sie also, die Quill-Figur. Was halte ich von dem Kartendesign? Auf der einen Seite hier schön dargestellt die hellen Berge, auf der anderen Seite hier mir eigentlich zu dunkel der Quill, der hier drauf liegt. Der ist sehr in der Dunkelheit versunken. Hier hätte man ein bisschen mehr Licht gebrauchen können. Die Figur selber kommt aus The Mandalorian und das Kartendesign ist immer noch TVC 2.1. Ne? TVC 2.1 meine ich damit, dass wir hier diese 8 Figuren haben, die hier vorgestellt sind, dass das Ganze hier in Schwarz dargestellt ist. Wir haben hier die VC Nummer 227. Dann werden wir das Ganze einmal aufmachen. Ich schneide sie mal ganz gerne hier unten mit so einem Cutter hier einmal längs. Das hat nämlich den Vorteil, dass ich gleich diesen ganzen Blister einmal hochklappen kann. Da bleibt der Blister dann an der Karte dran. So werde ich sie dann auch nachher wegpacken. Der obligatorische Zettel, dass man da nichts verschlucken soll. Hier ist die Figur in ihrer Plastikstabilisationseinheit. Nehmen wir den Rucksack so raus. Müssten wir eigentlich. Quill ist auch nicht festgeklebt. Einzig die Waffe hat hier wieder den Klebestreifen. Zweimal festgeklebt, na gut. Und hier haben wir die Quill-Figur. Hinten mit dem Loch, damit sein Rucksack hier reinpasst. Und mal gucken, in welche Richtung. Das passt. Und dann hat er hier seine Waffe. Detailbilder gibt es natürlich auch gleich. Grundlegend sei zur Figur gesagt, natürlich die üblichen Artikulationspunkte. Heißt hier also, kann die Arme oben im Schultergelenk drehen, in der Ellenbeuge, unten an der Hand. Hier haben wir noch die Artikulationspunkte für das Hüftgelenk, für das Kniegelenk, für die Füße. Ja, alle Artikulationspunkte sind da. Kann ich eigentlich oben auch noch, ja, könnte ich auch noch ein bisschen drehen, den Torso, wenn denn, ja, jetzt geht es besser, ne? Kopf auch drehbar. Sein Schal, ja, theoretischerweise könnte man den abnehmen, wenn er denn hier über den Hals rüberpassen würde, tut er natürlich nicht, müsste man erst den Kopf abnehmen, dann könnte man auch den Schal abnehmen, also das ist ein verlierbares Teil.
im Zweifelsfall. Natürlich verlierbar auch der Rucksack, der lässt sich ganz einfach abnehmen und wieder auch dran setzen. Solltet ihr die Figur mal lose finden, dann natürlich auf solche Sachen achten. Ja klar, Waffe wie immer geartet. Kann er sitzen? So leidlich. Der Ansatz hier, der ist aus Gummi. Das lässt schon mal eine sitzende Position zu. Wir werden nachher noch sehen, ob der gute Quill nachher auf dem Blurk sitzen kann. Das werden wir uns nachher nochmal angucken. Aber erstmal gibt es jetzt von der Figur die Detailbilder. Und damit sind wir auch schon am Ende der Vorstellung angekommen. Würde mich freuen, wenn ihr mir einen Like da lasst oder gleich den ganzen Kanal abonniert, das würde mir sehr helfen. Und wenn ihr Fragen oder Anregungen habt, dann schreibt es mir gerne in die Kommentare. Und mit diesen Worten verabschiede ich mich mit sammlerfreundlichen Grüßen aus der Quantum Storm Star Wars Collection. Bis denn und tschüss.